Hallo, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Rouge. Ja, das ist ja so ein bisschen so ein, wie nennt man so ein, ein Binding of Isaac-Verschnitt. Man muss da durch so artige Dungeons, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, und müssen dann dort, ein wenig überleben, ein paar Gegner erledigen, ja, ein Run halt. Und ich würde mal sagen, wir starten einfach mal einen neuen Run. Beim letzten Mal hatten wir ja, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich möchte jetzt aber ganz gerne mal den Flame hatten wir, ne? Dann nehme ich mal den Redshift. Bin ja mal gespannt, wie der sich spielen lässt. Und Schwierigkeit nehme ich einfach mal normal. Ich bin ja keine Pussy. Von dem her, wir starten jetzt einfach mal. Mal gucken, ob das. Ich glaube, das wird jetzt zufällig hier. Zufällig wird das generiert. Terror Bubble. Okay. Also, ja, es ist auch so ein rundenbasierendes Spiel, weil guck mal, wenn ich stehen bleibe, dann bleiben die auch stehen. Lol. Ach, jetzt ballert der. Hä, warum hat denn der gerade nicht geschossen? Ich bin mich gerade ein bisschen verarscht. Aber mir gefällt das Spiel. Ich finde es ein bisschen schade, dass das, ja, dass das nicht so gut aufgenommen wird von euch. Das ist eigentlich richtig cool. Na, wollt ihr mich hier verarschen? Ich renne hier gerade, glaube ich, mehr oder weniger im Kreis. Kann das sein? Ist ja auch wurscht. Ich guck mal, ob wir nochmal woanders lang gehen können. Oh ja, und wie? Das haben wir voll. Ah, hier kann ich Waffe wechseln. Nehme ich denn da? Das hier? Oder das? Das ist ein bisschen stärker. Nice. Also unten kann man immer, oder ich weiß nicht, ob man da immer, aber man kann da auf jeden Fall mit seinen Waffen ändern, wie man möchte. Oh, hier sieht schon actiongereicher aus. Also das ist erinnert stark an The Last Federations. Nur halt, dass man jetzt hier so ein Roboteil spielt. Ist richtig geil, dass man auch, wenn man stehen bleibt, dass man überlegen kann, wie geht man hier am besten, ne? Richtig nice. Ist mir beim letzten Mal gar nicht so aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man muss hier schon strategisch vorgehen. Der ist auf jeden Fall nicht einfach, dieser Gegner hier, dieser bossartige Gegner. Hohoho, alter Verwalter. Oben sind seine Leben. Aber irgendwie, ich finde, das macht trotz alledem ziemlich viel Spaß. Der ist schon mal tot. Level up. Nice. Level 2 sind wir jetzt. Was kann man denn jetzt hier skillen? Ach, gar nichts. Wir machen jetzt einfach ein bisschen mehr Schaden und all sowas. Cool. Ja, so gefällt mir das doch. Nehmen wir mal nochmal ein bisschen Geld mit. Gucken, wie lange ich heute überleben werde. Diese Key-Teile, ich glaube, die sind dafür da, dass wir hier durch eine Tür gehen können. Gucken wir uns mal einfach den Raum mal an. Na? So, den hätten wir auch. Richtig nice. Jetzt gehe ich mal oben durch. Geht das auch wieder kaputt? Ich meine,
Geht das doch irgendwann mal weg? Ah, okay, ich verstehe. Wenn es blau ist, darf ich durchgehen? Hä? Muss ich das verstehen? Also ich verliere auf jeden Fall keine Leben. Sagen wir es einfach mal so. Hoho, scheiße, scheiße, die Wand an. Verreck. Nein! Dann habe ich wohl doch ein bisschen Leben verloren, wa? Alter, was war denn das? Der hat mich ja richtig auseinandergefickt. Haha. Mach einfach mal noch einen Run. Ah, was hat denn der für eine geile Fähigkeit? Habt ihr gesehen? Hoho. Wie nice. Ah, den Run, den kenne ich jetzt wieder mittlerweile. Den haben wir doch schon mal gespielt gehabt, ne? Was, Alter? Wo sind eigentlich meine Leben? Heilige Mutter. Ist das teilweise heftig? Wieder ein Key bekommen. Nice. Alle besiegt. Ha, die Musik ist auch richtig abgefahren. Da kann ich nicht durch. Nimm die Teile jetzt einfach mal mit. Wo sind wir jetzt? Man kommt immer in andere, in neue Sektionen. Oh. Man ist immer woanders. Oh, scheiße, Alter. Was, Alter? Wie schlecht ich einfach bin. Glaubt ihr es denn? Ah, die Musik ist auch nice. Was für eine geile Waffe. Oh, 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 oh. Boah. Ist das dunkel hier? Ich sehe nichts. Ich sehe, dass hier ganz viele Stacheln sind, glaube ich. Boah, ist das ein Bullshit-Raum. Was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Ach nee. Ah, okay. Hä? Wurscht, ich gehe wieder raus. Das wird mir da ein bisschen zu komisch drin. Oh, hallo. Nein, der ist schon wieder, Alter. Ficke dich. Die Teile verfolgen ein. Willst du mich eigentlich trollen, Alter? Haha. Ich habe gesagt, eigentlich nur drei, aber wir schaffen ja hier überhaupt nichts. Bisschen peinlich. Ich werde auch gerade bei dem Spiel auch nur ein paar Folgen mit draus drehen. Weil erstmals, weiß ich nicht, ob es überhaupt ein Ende gibt bei dem Spiel, und zweitens mal ist das richtig schwer. Ich will ja nur ein bisschen vom Spiel zu. Alter. Was? Okay. Voll schwer. Voll die Riesenexplosion, ich glaub's ja wohl nicht. Hallo? Boah, er muss echt aufpassen. Vor allen Dingen, versteht ihr das Spiel? Also, ich verstehe generell die ganzen Spiele von Arkham Games, verstehe ich überhaupt gar nicht. Aber trotzdem sind sie cool, irgendwie. Das gefällt mir dann auch noch mal ein bisschen was mehr. Als... Ah, jetzt ist es aufgeploppt. Als das The Last Federations war, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Spawn, Temporary Orbit Alley. Wie lege ich denn das hin? Keys habe ich 0.
ich muss dann noch eine andere Möglichkeit haben, irgendwo weiterzukommen. Ah, hier, okay. Ich hoffe, wir kommen nicht schon wieder so krasse Gegner wie eben. Bullshit, Alter. Boah. Bin doch gleich mehr tot hier. Ich brauche unbedingt Leben. Hä? Ah, jetzt kann ich in die Mitte oder was? Okay. Ach, das gab ein bisschen Leben. Aber ich kann nirgendwo weiter. Ach, da sind überall noch Gegner eingesperrt. Sag mir da doch einer. Hier ist auch einer, okay. Verreck. Jetzt hat sich eine Tür. Okay, jetzt hat sich eine Tür geöffnet. Ich glaube, die untere auch. Ich glaube, man sollte immer zuerst nach unten gehen und dann erst in eine andere Richtung. Also muss man höchstwahrscheinlich mal erst alle Gegner besiegen. Dann kommt, ploppt auch mal so ein Geräusch auf. Weil dann kann man erst weiter. Und man muss halt sich gut anstellen. Man muss überleben. Vor allen Dingen, was man machen sollte. Was wichtig ist zum Beispiel. Wäre man auch ein bisschen stehen zu bleiben. Weil dann kann man besser vorausschauen. Boah, was hat der denn für eine Knarre, Alter? Komm her! Komm her! Haha! Du Mopfer, du! Der Run läuft doch schon mal ein bisschen was besser. Okay. Aber hier müssen noch Gegner sein. So einfach ist das nicht. Ja, tatsächlich. Hier ist noch einer. Komm her. Na, mach doch was. Ihr die ganze Zeit flieht wie so eine feige Sau, Alter. Da oben ist noch einer. Scheiße, was hat der denn für eine Waffe gehabt? Kann ich weiter? Eine lila Tür. Das heißt, Endboss oder Gegner. Was, Alter? Was ist denn das für ein Typ? Ah, guck mal, ich kann auch rechts spammen. Dann kann ich. Kann ich so ballern und so. Aber meine Muni ist leer. Nein! Oh, come on! Ich war so weit. Scheiße, Mann. Ja gut, Leute, ich würde mal sagen, das fuckt mich jetzt zu sehr ab. Das nächste Mal stelle ich wirklich auf easy. Ey, ihr seht's ja, ich schaffe ja so nix. Ich habe erst 3% geschafft des Spiels. Also man kann es doch irgendwie ein bisschen durchspielen, sage ich jetzt mal. Ja, aber ich habe nichts auf die Reihe gekriegt, weil es aber so schwer war. Aber trotzdem war's cool, es hat Spaß gemacht. Ne, man muss wirklich, muss wirklich gut vorausschauen und denken, weil sonst bist du schnell tot. Der doch nicht so viele Leben, hat er gesehen. Dann gucke ich mal, mit wem wir als nächstes spielen. Ich trinke übrigens gerade Kaba. Lecker, lecker, habe ich mir wieder gekauft. Test Chamber. Mods, okay. Na Leute, gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.